Hallo Gummibärli. Gestern hat die Omi gesagt, ich soll sie doch besuchen kommen, weil es eine kleine Überraschung gibt. Und wie ich dann bei ihr reingegangen bin, da waren schon meine liebsten Freunde und alle gemeinsam sind vor Omis alten Fernseher gesessen. Der Kasperl ganz vorne und meine Drachenfreunde Rochus und Lilube waren auch da. Da hab ich mich so gefreut. Und daneben ist ganz viel warmer Kakao und ein riesiger Gugelhupf gestanden. Da hab ich mich gleich noch mehr gefreut. Aber am allermeisten hab ich mich gefreut, dass wir alle gemeinsam Drachenzähmen leicht gemacht ansauen haben dürfen. Kennst du den? Während wir Film gesaut haben, hab ich 4 Stück Gugelhupf gegessen. Und die Omi, die hat trotzdem immer gesagt, ja, iss nur Haserl. Und dann hab ich natürlich gegessen. Und nachher hab ich den vollen Dickbauch gehabt. Fast so dick wie der von einem Drachen. Weißt du, da war ich nämlich einmal mit dem Kasperl wandern und wir sind zur Drachenhöhle gegangen. Die gibt's wirklich. Und in dieser Höhle hat einmal ein Drache gewohnt. Der war mega gefährlich und hat alles kaputt gemacht, weil er so wild war. Ich bin echt froh, dass der nicht mehr in der Höhle wohnt. Da hätte ich mich sonst nicht reingetraut. Ich hab mich so fast nicht reingetraut, weil es so finster ist. Aber dann habe ich dem Kasperl die Pfote gegeben und dann ist es gegangen. Aber kennst du den Film Drachenzähmen leicht gemacht? Da stelle ich mir immer vor, ich würde mich auch mit einem Drachen anfreunden und könnte mit dem fliegen. Aber mein Drachenfreund wäre dann nicht der ohne Zahn, sondern der ohne Ohr. Das passt viel besser zu mir. Obwohl, am allerliebsten wäre ich ja selber ein Drache. Dann könnte ich Feuer speien. Das tät ich voll gern können. Vielleicht geht das mit dem Feuerspeien ja auch, wenn man es sich ganz fest wünscht. Das probiere ich gleich mal. Wünschen, 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 wünschen. Okay. Das war nix. Das war auch nix. Nicht ein bisschen an Feuer. Ich probier's noch einmal. Uiuiui. Jetzt wäre es fast hinten losgegangen. Ui, vorne kommt nichts raus, aber hinten schon. Dann tät ich immer pupsen, wenn ich Feuer speien möchte. Awa, das wäre gar nicht gut. Dann würde auch niemand mehr Weißohr, sondern alle Stinkohr zu mir sagen. Nein, da bleibe ich lieber Hase. Aber so einen großen Drachen hätte ich trotzdem gerne zum Freund. Aber eigentlich gibt's die ja in Wirklichkeit gar nicht. Nur im Film oder in den alten Geschichten. Aber was bin ich denn für ein Doofi? Natürlich gibt es bei uns Drachen. Meine fast besten Freunde sind Drachen. Der Rochus und die Lilube. Ich hab gar nicht an meine Freunde gedacht, obwohl ich sie so gern hab. Dann gehe ich jetzt einfach zu denen spielen. Ob Rochus und Lilube auch fliegen können? Oder ob die Feuer speien können? Ich sau gleich nach. Tschüss, Gummibärli. Bis bald.